Hallo und herzlich willkommen zu Let's Wonder Trade. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade im Wundertausch drin und ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich leider keine Capture Card besitze. Aber ich wollte einfach das Beste draus machen. Das heißt, ich filme mit der Kamera im Handy und ja, sitze buchstäblich, wortwörtlich im Dunkeln. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln. So sagt man jedenfalls. Wie auch immer, ich wollte einfach mal dieses kleine Video drehen, weil ich total fasziniert bin von den Möglichkeiten, die es jetzt bei den neuen Generationen der Pokémon-Spiele existieren. Also, seit es die Pokémon-Spiele gibt, also die Möglichkeiten, die existieren, die sind einfach grandios beim Tauschen. Ich bin ja, also ich habe auch die ersten Generationen gespielt, sprich Pokémon Blau, Rot, Gelb, Silber, Gold, Kristall. Kristall fand ich natürlich ganz toll, weil man dann endlich als Mädchen spielen konnte. Und ja, dementsprechend kenne ich es auch noch, wie es ist, zu tauschen mit einem sogenannten Linkkabel. Und da war man ja ziemlich eingeschränkt. Das heißt, man konnte eigentlich bloß ein paar, also einen Meter weg sein oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es natürlich jetzt ein enormer Fortschritt, dass man weltweit tauschen kann. Also man kann ja tauschen nach Japan, in die USA, nach Kanada, Spanien, Frankreich, Südkorea, überall hin ist kein Problem und das finde ich einfach toll. Und ja, der Wundertausch, der fasziniert mich zudem ebenfalls. Und ich dachte, ich mache einfach mal ein kleines Video und wie gesagt, keine Capture Card. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und ich tippe mal auf Ja, damit es mal weitergeht. Und, ups, falsche Box, la 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 la. Das sind schon ein paar weitere Eier. Und wie ihr seht, habe ich hier ein paar ausgebrütet. Und, also ein paar kleine süße Endivien habe ich ausgebrütet. Ein Haufen von Daves. Und eine Dana ist sogar dabei. Ein kleines Mädchen. Und ich würde sagen, Ladies first. So, tauschen. Ja. Und mal sehen, wo unsere erste Endivie hingeht. Trommelwirbel. Das dauert jetzt aber ganz schön lange. Naja, was soll's. Ah! Training! Vereinigte Staaten North Carolina, Lex. Alles klar, wir haben unseren ersten Tauschpartner und mal sehen, was wir geschickt bekommen. So. Tschüss, Dana. So eine Katze habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, total süß. Und den Namen kann ich nicht sprechen, aussprechen, geschweige denn lesen. Und ich muss sagen, ich bin auch noch nicht ganz so vertraut mit den neuen Generationen der Pokémon. Ich finde natürlich alle ziemlich süß. Also zumindest die meisten. Also mit Slimer konnte ich schon bei der First Generation nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber sind schon ein paar Schmuckstücke dabei. Charmian. Keine Ahnung. Typ normal. Ja. Wie auch immer. Wir schicken mal unseren nächsten Dave auf die Reise. Jupp. Und ehrlich gesagt erhoffe ich mir mit diesem Video eigentlich nichts. Also ich erhoffe mir jetzt keine hunderte von Klicks oder geschweige denn 1000. Naja, also dass es 1000 erreicht, glaube ich eher weniger. Ich tue es einfach mal just for fun, weil ich wirklich mal Lust darauf hatte. Und oh, Frankreich! Exchange ist VP, okay. Gui. Keine Ahnung.
wie man es ausspricht. Ja. Also ich erwarte mir jetzt wirklich nicht so viel. Und oh, wie süß. Und tu es just for fun. Und mir ist natürlich bewusst, dass man beim Runtertausch auch nicht so gute Pokémon bekommen könnte. Aber ich finde, es ist ein gewisser Reiz da. Und kennt ihr noch diese Wundertüten? Beziehungsweise ich glaube, die gibt es sogar immer noch. Aber bei Wundertüten damals, da wusste man natürlich auch nicht, was drin ist. Von daher ist es immer ganz schön spannend. Natürlich riskiert man, dass man einen Haufen von Zickzacks bekommt oder Trassler wird ja auch gerne geschickt oder Taubsi oder ja. Jedenfalls so ganz viele einfache Pokémon, die es gleich am Anfang zu fangen gibt. Und dementsprechend sind auch meine Erwartungen nicht so hoch. Und ich erwarte auch kein legendäres Pokémon, keine Shiny-Pokémon. Aber wer weiß. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen glücklich machen mit unserem kleinen Endivion, die ich so liebevoll gezüchtet habe. Aha, Coletti, Vereinigte Staaten Virginia. Okay. Dann wünsche ich dir eine gute Reise, Dave. Okay. Und Mirapla. Ja, die werden natürlich, glaube ich, auch gerne versendet. Also, was ich auch lustig fand, war, ich habe mal einen Flabébé geschickt. Und ich glaube, das war in Blau. Und was kam? Natürlich ein blaues Flabébé. Das fand ich schon drollig, wenn man so die gleichen Pokémon bekommt, die man auch verschickt hat. Aber ich glaube, es hatte ein anderes Level dann, aber naja. Egal. So. Yep, weiter. Und wie gesagt, ich habe jetzt bloß 6 Pokémon ausgebrütet, die ich in der Welt munter verstreuen werde, weil ich das Video jetzt nicht ausdehnen wollte. Es gibt ja... ja, durchaus Videos, die auch länger sind, jetzt von anderen Let's Playern oder so. Und schon wieder Vereinigte Staaten, Maine, alles klar. Hälfte du mit, ja. Thomas. Oder Thomas. Bye, Dave. Naja. Wie auch immer, oh, hübsch. Gruselig. Naja, ich will es nicht so aussehen und deshalb verschicke ich bloß 6. Pokémon. Das da oder so. Denn wie gesagt, ist bloß just for fun. Und deshalb. Ja, in der Kürze liegt die Würze, ne? Oh ja. Und la 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 la. Ja. Das vorletzte NDW geht schon auf die Reise. Na dann. Wiedersehen, Dave. Ach ja, naja gut, wir suchen ja immer noch einen Partner erstmal, ne? Also nicht so voreilig. Okay. Suche nach Tauschpartnern und Vereinigte Staaten, Brandon. Und wieder der Standardspruch, nice to meet ya. Damit kann man eigentlich auch nichts falsch machen, denke ich. Dann wünsche ich eine gute Reise. Ein Relaxo, cool. Also damit hätte ich echt jetzt nicht gerechnet. Oh, ein japanisches Relaxo. Und die Farbe. Tja, ja gut. Ich sehe es jetzt auch nur durch meine Handykamera, also ich mache es gerade ein bisschen umständlich, also wieso, einfach wenn es auch umständlich geht, aber es ist schon, ja, oh, sogar mit Pokerus, alles klar, dann, dankeschön, Pokerus, das wusste ich auch, das musste ich auch erst neu lernen, gut, ich glaube es gab, das ist ab Silber oder so, aber das habe ich mir dann angelesen. Das ist eigentlich was Gutes. Okay, Dave geht auf die Reise. Und Indiana.
Chuck. Also ich würde es als Chuck sehen oder Schuck oder... Ach. Ja, gut. Auf jeden Fall geht unser letztes Dave auf die Reise. Tschüss, Dave. Und, alles klar. Ja, die werden natürlich auch ganz gerne versendet. Aber das mit dem Relaxo, das finde ich schon cool. Ist zwar Level 3. Wohl, ich weiß nicht. Also das Relaxo gucke ich mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen genauer an. Mit euch. Und das war auch das, was wir als letztes bekommen haben. So. Öp, öp, öp. Ja, das sind jetzt meine Hände. Entschuldigung. Entschuldigung, ich gehe auch gleich aus dem Weg. So. Ihr habt keine Hände gesehen. Ich möchte bewegen. So, Relaxo. Wie gesagt, Pokerus hat's. Pokerus ist was Gutes, habe ich gelesen. Das heißt, man soll nicht erschrecken. Und das geht ja auch dann weg. Nach 2, 3, 4, 5 Tagen. Also am... ja. Hallo. Yeah. Bericht. Na gut, das war jetzt dieses Wampel. Also, das ist eins, was wir gekriegt haben auf jeden Fall. Was auch sehr, sehr nett ist. Beziehungsweise oft geschickt wird, verschickt wird. Und, Mann. Ich wollte dich nicht angucken, Wampel. Hier, dich wollte ich angucken. Bericht. Ja. Yep. Das ist hier dieses Relaxo. Und es ist aus dem Ei geschlüpft. Und ja. Alles klar. Robust. Ist also geschlüpft. Wurde mit Pokerus ein bisschen angestückt. Und ja, das. Also. Das finde ich jetzt schon cool. Ein bisschen. Könnte man was damit machen? Anfangen. Denke ich mal. Und das soll es auch von mir gewesen sein. Und nein, ich möchte es nicht bearbeiten. Tschüss. Ausschalten. Und ja, damit ihr mich mal in ganzer Pracht sehen könnt ein bisschen. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Let's Wanna Trade Video gefunden. Mann. Also, ich fange nochmal an. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Let's Wonder Trade Video gefallen. Und ich weiß, es ist von der Qualität durch die fehlende Capture Card nicht ganz so gut. Aber ich hoffe, beziehungsweise denke, ihr konntet das meiste sehen und lesen. Und ja, könnt mir verzeihen, dass diese besagte Capture Card gefehlt hat. Okay, dann in diesem Sinne verabschiede ich mich. Tschüss!